Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Ich begrüße wie immer die beiden Trainer auf dem Podium, Uwe Neuhaus und Alois Schwarz. Und der Trainer, der Gäste hat wie immer das erste Wort. Ja, danke sehr. Ja, ein wie erwartet schwieriges Spiel. In der Anfangsphase hat Nürnberg uns arg zu schaffen gemacht, hat sehr viel investiert, um uns nicht in den Spielaufbau kommen zu lassen. Hatten wir schon einige Problemchen, haben den einen oder anderen Fehler aus meiner Sicht sicherlich zu viel gemacht, haben dann so nach 15, 20 Minuten das Spiel aber dann ganz gut in den Griff bekommen, haben ein, zwei, drei Möglichkeiten herausspielen können, sind dann vielleicht folgerichtig auch in Führung gegangen und ich glaube, bis zum Ende der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel eigentlich ganz gut unter Kontrolle. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, dann natürlich eigentlich so, wie man sich das wünscht. Ein schnelles 2:0, dann 10 Minuten, wo dann der Druck etwas raus war, dass Nürnberg sich davon vielleicht erholen musste, denke ich mal, ist auch klar. So, und dann wurde das Spiel mal richtig kompliziert und mit einer unglaublichen Wucht in den Luftduellen hat Nürnberg natürlich immer wieder für Gefahr gesorgt, macht dann den Anschlusstreffer und was dann los ist, ist ja auch klar und da muss ich der Mannschaft schon ein Riesenkompliment machen, sich so dagegen zu stemmen, sich da reinzuknallen, auch gerade in den Duellen, sich so zu behaupten, das war schon absolut in Ordnung und aus meiner Sicht sicherlich nicht unverdient der Sieg. Ich glaube, man könnte vielleicht genauso gut sagen, wenn der ein oder andere Ball von Nürnberg reinrutscht, dass es dann gerechtes Unentschieden gewesen wäre oder auch ein verdienter Ausgleich für Nürnberg, ein schwieriges Spiel. Mit etwas Glück, was man auch in solchen Phasen braucht, überstanden und gewonnen. Kein kleiner, sondern großer Wermutstropfen ist natürlich für uns die zwei Verletzten, die wir haben mit Anne Gugia und Erik Berko, wo wir noch nicht genau wissen, wie schlimm es ist. Und ich hoffe natürlich, dass die beiden dann auch recht schnell wieder gesund werden. Im ersten FC Nürnberg wünsche ich für die nächsten Wochen dann natürlich viel Erfolg. Danke. Vielen Dank. Alois, dein Fazit bitte. Ja, Uwe hat es natürlich schon gut analysiert. Wir haben uns natürlich das nicht so vorgestellt, ins Jahr 2017 so zu kommen mit einer Niederlage. Wir haben auch die ersten Viertelstunde, 20 Minuten meiner Meinung nach sehr ordentlich gespielt, haben den Gegner auch in ihre eigene Hälfte reingedrückt und warum auch immer haben wir ab der 20. Minute dann dem Gegner auf einmal das Spielfeld überlassen. Hatten wir schon mal so, wo wir gegen Kaiserslautern geführt haben. Und haben den Gegner nochmal rankommen lassen und deswegen zwangsläufig war vorher schon mal eine Chance, wo Kutschke am Ball vorbeirutscht, wo Lamperts querlegt und so ein ähnlicher Ball führt dann zum 1:0. Berko legt quer und Heise vollendet. Und ab diesem Zeitpunkt dann haben wir nur noch ein bisschen das Selbstvertrauen geschwunden vielleicht. Dresden hat eine breite Brust bekommen und da sind wir viel nur hinterhergelaufen. Wenn wir den Ball hatten, haben wir ihn wirklich nur hochgespielt. War nicht das, was wir eigentlich spielen wollten. In der Halbzeit wollten wir es korrigieren. Und wenn du nach 5 Sekunden nach der Halbzeit einen Gegentortreffer kriegst, 0:2 frisst, dann ist es natürlich umso schwieriger. Haben wir uns richtig dumm verhalten. Und danach, muss ich sagen, hat die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt. Wir haben versucht, einen Anschlusstreffer zu erzielen, haben den auch geschafft, hatten dadurch durch Mattausch zweimal, glaube ich, und auch Teuchert einmal, also 300-prozentige Möglichkeiten. Dann hat einmal Schwäbe sehr, sehr gut gehalten bei Kempe seinem Schuss und hätten vielleicht dann mit ein bisschen Glück den Ausgleich noch machen können. Aber wenn man so 20 Minuten schläfrig ist, kurz nach der Halbzeit schläfrig ist, dann muss man sich auch in die eigene Nase fassen und hat den Sieg dann auch nicht verdient gehabt. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um entsprechendes Zeichen. Ich sehe kein Handzeichen. Dann sind wir mit der Pressekonferenz. Ihnen allen noch einen schönen Sonntag und den Gästen eine gute Heimfahrt. Auf Wiedersehen.